Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Dave the Diver oder Mekko the Diver. Wir haben in der letzten Folge eigentlich ziemlich viel geschafft. Jetzt müssen wir 2 Tage warten. Dann geht unten dieses Tor auf und wir müssen für den VIP-Kram, für diesen, weißt du, es kommt ein VIP und dafür müssen wir jetzt noch den da fangen. 50 bis 130. Ein Humboldt-Kalmar. Ein roter Kalmar. Okay. Finde den Wirbel. Heringshai. Okay, wir sollen einen Hai fangen. Wir sollen den weißen Hai finden. Und. Alter, so viel zu tun schon wieder, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Stecken wir mal den zweiten Stecker hier noch rein. Stecke ihn mir selber rein. Ey, was ist denn hier los? Aua. Ich komme gerade rein. Na, kommt, der werde ich hier vergewaltigt von dem Vieh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, den will ich nicht. Das ist mein Messer ja besser. Sind denn so viele von euch hier unterwegs? Habt ihr kein Hobby oder was? Aber hier ist eine Waffe. Könnte schon mal legit eine bessere sein. Ja, komm, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob das so ein Hai ist, den wir brauchen. Ist das so ein Heringshai? Nee, so ein Weißspitzriffen-Kackenhai. So, wir suchen jetzt wie gesagt den Wirbel, wir suchen den fetten Kalmar. Ah, okay, komm. Der Wirbel ist für den Hai. Oh, was ist das denn? Eine Morena, Alter. So. Du kannst gerne mal ein Abo und ein Like da lassen, mein Freund. Ich freue mich da sehr drauf, drüber. Und Support ist ja bekanntlich kein Mord. Irgendwie ein bisschen Schiss vor denen da, weil ich kann immer nur einen abwehren. Ja, nehmen wir mit. Sehr nice. Was ist das hier für ein Hai? Ich höre den Wirbel. Das war daneben, aber sowas von daneben von mir. Das war legit einfach schlecht. Oh, das war auch schlecht von mir. Ja. Sehr nice. Falsche Taste gedrückt. Ich habe Leertaste gesmashed. Was ist das für ein Hai? Schwarzspitzenhai. Okay. Also unten rechts ist irgendwo der Wirbel. So, bevor wir da aber rein sneaken, sollten wir auf jeden Fall... Piss dich, du Hund. Sollten wir auf jeden Fall eine bessere Waffe haben, würde ich behaupten. Eine bessere Waffe, auf jeden Fall. Und ein bisschen Sauerstoff wieder. Aber alles cool. Solange wir wissen, wo der ist, geht ja schon mal alles, ne? Jetzt müssen wir erstmal noch gucken, dass wir den fetten Kalmar finden. Kalamari. Ja, der ist hier irgendwo. Hör mal, der Wirbel ist hier irgendwo. Hörst du? Da unten, okay. Da geht's zum weißen Hai. Ganz rechts unten. So. So, 50 bis 150 Meter. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Oh, Oxygen, auf jeden Fall schon mal eine gute Investition. Aha, die haben schon Schiss. Ah, der nicht. Der eine hat schon Schiss gehabt, der
dicke Eier. Der traut sich. Ah, hallo. So, 50 bis... Also ab hier. 50 bis 150 Meter. Hier muss der irgendwo sein. Der Kalmar. Dann lass ihn mal suchen. Vielleicht finden wir hier auch eine bessere Waffe. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, bin ich ehrlich. Was haben wir da noch gefunden? Das war ein Seil, Alter. Gar nicht gecheckt. Auch nicht gefühlt irgendwie jetzt. So, den nehme ich mal mit jetzt hier einfach. Auf Lock. Kalmar, da haben wir einen Kalmar, aber nicht den, den ich suche. Oh, Arsch mit Ohren. Das ist kein Kalmar. Da ist er. Aber wir haben ja noch ein dickes anderes Problem. Na, so eine Scheibenkleisterkacke. Erstmal werden wir den kleinen Scheißer jetzt hier los. Der nervt mich nämlich. Ficker. Sei froh, dass ich da nicht dran komme, Alter. So, okay. Z. Komm her. Komm doch jetzt her. Jetzt schwimm doch nicht dem Hai hinterher, du Pissnelke. Ey, auf Lock, Mann. Komm doch hier hin. Pisser. Oha, keine Chance. Viel zu stark. Okay. Cool. Den haben wir. Okay. Vielleicht noch eine bessere Hauptwaffe? Und dann oben zum weißen Hai, Bruder. Das sollte passen. Bessere Hauptwaffe? Wenn ich eine finde? Bist du denn? Mitnommen. Hier ist keine Hauptwaffe, hier ist irgendwas. Nämlich Handschuhe zum Boxen. Sie sind mit Baumwolle wattiert, verursachen bei erheblichen Schaden. Ja, moin. Seid ihr denn für Viecher? Kenn ich euch? Okay. Wenn man nicht so, Junge. Dunkelflossen Barracuda, Junge. Du kriegst von mir. Ey, wo sind meine Freunde, Junge? Ah, ich komme nicht tiefer. Okay. Also wird es hier auch nicht leichter. Also schwerer. Im Sinne von. Keine besseren Waffen, ja? Okay, dann gehen wir jetzt hoch und machen den Hai. Eieiei. Dann machen wir jetzt den Hai fertig, okay. Den weißen Hai. Ah, jetzt schwimmst du hier rum, ja? Der sieht aus wie der Hai von Findet Nemo. Bruce. Schock gegen... Boah, Stufe 1 gegen Stufe 3 getauscht. Nice. Aber hier noch nice, wenn wir noch eine bessere Waffe finden würden als die jetzt, ne? Weil die ballert nicht so, aber gut, der Enterhaken, der ist schon mal nice. Aua, fick Frosch. Ist sicher. Barracuda. Dun 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 d
Bildim, Bildim. Komm, lass mir in Ruhe. Ich geb mir ein bisschen auf den Sack, Alter. Ey, ich hab jetzt das zweite Mal die scheiß Waffe getauscht und der nimmt die nicht. Pissnelken, ehrlich, ey. Kann ich euer Ernst sein? Was ist das denn für ein Hai? Den haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ist der neu? Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Zebrahai. Okay. Wir haben jetzt voll viel Sauerstoff eigentlich noch, das da reicht. Ein Wirbel, das bedeutet dort, dass drin, das Versteck des weißen Hais ist. Ich werde drinnen nachsehen und die alte Dame rufen. Ja, okay. Ja. Auf Lock, einfach rein. Oh, fuck. Ich wusste, dass er hier sein würde. Ich muss ganz schnell die alte Dame rufen. Wo ist das Funkgerät? Oh mein Gott. Ich habe nicht nach ihrer Nummer gefragt, wie brutal er aussieht. Sollte abhauen, bevor er... Nö, ich werde dich fressen. Du kleine Pischenelke. Great White Shark, der große weiße Hai. Okay, er ist aufgewacht. Oh, wir müssen Zeit gewinnen, bis die alte Dame zurückkommt. Ah, toll. Oha. Oha. Aber das Ding schießt weiter als das andere. Nee. Auch nicht wirklich. Ja. Der Wirbelminator. Aua. Aua. Auf Lock, Bruder. Wie soll man denn hier ausweichen? Okay, okay, okay. Ey. Alter, der bleibt aber auch in einem drin, ne? So ein unfairer Scheiß. Der greift nach unten an und dreht einfach mit, anstatt dass der auf seiner Seite bleibt. Das ist einfach unfair as fuck. So, und jetzt gib mir mal eine vernünftige Waffe hier. Nicht so ein Scheiß, den keiner braucht. Ja, auch nicht besser. Ja, ich guck. Was, wo soll ich denn hin? Damit weiter zielen. Das schon mal. Wo ist er denn? Ja, 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 ja. Chill. Oh, komm. Hat schon wieder vergessen.
Was jetzt? Ich wollte dahin, da ist doch mein Sauerstoff, du Affe. Guck, das ist legit einfach dumm. Der ist doch viel zu schnell, dass man sich bewegen kann. Also so ein Schwachsinn, Alter. Fühle ich gerade gar nicht, wirklich, weil das einfach dumm ist. Wenn er sich dann noch bewegen kann und im Movement mitdreht, das ist doch unfairer Schwachsinn. Hä? Da, genau. Komm, beiß mich tot, Alter. Ist mir egal, ja. Wow, Schrotflinte, ein Level höher. Wahnsinn. Also, sorry. Was willst du denn machen? Wo willst du dich verstecken? Was willst du tun? Du kannst dich nicht bewegen, weil der sich einfach so schnell mitdreht und dich angreift, dass du nicht wegkommst. Ehrlich, da tilte ich auch bei sowas, ne? Weil das einfach dumm ist. Sind eigene Scheiße jemals gespielt? Nee, ne? Vermutlich nicht. Da, wo soll ich jetzt hin? Mit dem Dings komme ich schnell genug voran. Mit dem Jetpack da. Aber sonst, was willst du machen? Ah, da lasse ich mich jetzt einmal von treffen. Och man, ich habe doch gerade die Waffe getauscht. Mann, du drückst Tab, es passiert einfach nichts. Das ist so bitter. Kopf abgebissen. Ja, ja, also. Kommentiere ich jetzt einfach nicht. Ja, Mann, verreck endlich, du Pissvieh, ey. Richtig so. Mistvieh, ehrlich, ey. Das war von allen Kämpfen der schlechteste. Wirklich, also, der war richtig dumm. Endlich habe ich dich, Klaus. Es tut mir leid, Kleiner. Ich habe es doch nicht geschafft, mich mit dieser Gegend vertraut zu machen. Ein weißer Hai, der einen Strudel verursacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie grausam, der Strudel forderte das Leben meines Mannes. Wie dem auch sei, du hast ihm gegeben, was er verdient hat. Ich muss irgendwie meine Dankbarkeit ausdrücken. Wir sehen uns am Boot. Ich werde dort oben auf dich warten. Okay. Uff, das Ding war besonders heftig. Jetzt muss ich eine Trophäe finden, um damit heim zu prahlen. Das Fleisch ist ziemlich zäh, aber es ist fettig. Banjo würde es mögen. Boah, habe ich also den Kampf ohne Scheiß, ne, ehrlich. Deswegen bin ich auch nicht für Spiele wie Elden Ring und so zu gebrauchen. Ich tilte dann kaputt, Alter. Ich raste aus, ich hasse sowas. Wenn das unfair ist, ist es unfair. Entschuldigung fürs Schimpfen. Verpiss dich. Jetzt gern hier raus. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben den Kalmar. Wir haben den Strudel. Sehr gut.
Dank dir konnte ich endlich meine lang ersehnte Rache vollenden. Solange es dir Frieden bringt, das ist für dich. Es ist eine Halskette aus seinen Zähnen. Ich habe sie bei meiner ersten Begegnung abgebrochen. Oh, eine Haifischzahnhalskette. Ich spüre eine gewisse Kraft darin. Ich brauche sie nicht mehr, aber sie wird dir bei deinen Abenteuern helfen. Lebe in Frieden. Dankeschön. Huch, ich habe eine Benachrichtigung bekommen und eine super seltene Bosskarte des Weißen Hais. Oh, du musst ein eingefleischter Marinka-Sammler sein. Ich wette, du würdest dein Leben riskieren, um seltene Marinka zu bekommen, hä? Ich habe das nicht getan, um Karten zu sammeln. Entsteht da gerade eine Marinka-Vervollständiger? Ja, es ist wohl an der Zeit, dass ich den Weg für die nächste Generation freimache. Ich werde dich im Auge behalten. Auf Wiedersehen, Jimmy! Belohnung, Gewitter. Ja, den behalten wir. Bitte. Na dann. Ich hab alles, was wir brauchen, Banjo. Ich hab alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Zeit, weil der halbe Abend so schon weg ist. Aber halb so wild. Dürfen jetzt natürlich auch nicht so viel einplanen. Ich hab noch keinen Chili, Bruder. Ach, nachmittags komme ich klar, aber abends ist es zu kalt. Ich erfriere hier noch. Bist du mit dem Thunfisch mit Chargen und Chilischoten schon weitergekommen? Ja, ich kenne zufällig den Mann, der dieses Lied geschrieben hat. Also ich habe nach einem Rezept gefragt. Gut, wunderbar. Dann bitte bereite mir das Gericht so, bevor ich vor Kälte sterbe. Ich warte. Wärme Django auf. Ja, aber wir haben noch kein Chili. Fertig, Bruder. Du musst leider warten. So, was haben wir denn hier? Himmelsguckerfleisch. Du brauchst gleich was ganz anderes. Marlin. So. Ja, machen wir zwei davon noch. Dann haben wir jetzt 12. Dann machen wir noch einen. Hier machen wir 5 davon. Auch was tun. Boah. Haben wir leider nur einen halben Abend Zeit, von daher. Das mache ich. Der war auch gut. Guck mal, alles aufgegangen. Nichts verbraucht. Okay. VIP-Besuch. Sammy. Hey, wie geht's, Dave? Du wirkst heute etwas niedergeschlagen, Sammy. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Kannst du zu Hühnerfarm kommen? In Ordnung, bin bald da. Okay, ich gehe mal kurz fragen, ja? Mit der Farm hier. Ah, da, da, da. Was denkst du? Gut, nicht? Was willst du von mir? Was gibt's, Sammy?
Nun, ich bereite mein neues Album vor und habe noch keine Live-Shows gemacht, Mann. Also bin ich gerade etwas knapp bei Kasse. Oh, ich verstehe. Ich würde dir gerne in Teilzeit auf deiner Farm helfen. Was hältst du davon? Einen Teilzeitjob? Ja, ich helfe dir beim Ernten der Feldfrüchte, beim Setzen der Samen, bei der Unkrautentfernung und beim Düngen deines Feldes. Das klingt ziemlich gut. Ja, als Kind habe ich meinem Vater auf seiner Farm geholfen. Ich meine, das ist schon eine Weile her, aber in Teilzeit kriege ich das hin. Gut, also wie machen wir es? Sprich mit mir, wann immer du Hilfe brauchst. Du kannst sogar entscheiden, wie viele Tage ich auf deiner Farm arbeiten soll. In Ordnung, wir können uns gegenseitig helfen. So, Sammy, ich möchte dich direkt einstellen. Hier, anheuern. Was? Was? Nee. Für das Geld mache ich selber. Bist du Panne oder was? Ich werde dir den Reis anbauen. Töte du einfach ab und zu die Ungeziefer und Insekten. Ich habe eine Harpune ins Knie bekommen. Ja, okay. Geht los, Alter. So, lass mal zur Fischfarm. Weißt du was? Ich verkaufe jetzt alle Fische, die da sind. Ist mir scheißegal. Alle verkaufen. Zwei zurücklassen, zwei Sterne priorisieren. Alle verkaufen. Hä, ich will die aber verkaufen, Mann. Der lässt mich einfach nicht verkaufen. Shop. Auf eine Fischfläche 1000. 1000, weißt du was? Fläche erweitern. Kann man noch so viel erweitern? Oha, guck mal hier. Okay, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Knete hierfür ausgegeben. Haben wir sonst ja auch nie gemacht. So, was sollen wir jetzt tun? Also prinzipiell können wir einfach... Prinzipiell haben wir nichts zu tun, ne? Wir sollen noch die Heringshaie finden. Gehen wir zum Seevolk. Wir sollen mit Gummo reden. Und dann schauen wir, wo wir die Heringshaie finden, die zwei noch. Neue Aufgabe. Hydromale Quelle. Ich möchte ein paar Accessoires aus Feuer und Rubin fertigen. Kannst du mir welche besorgen? Feuerroter Rubin. Okay, habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, ich den Ball. Haha. Bang, bang, bang. Genial, sie ist sicher zurückgekehrt. Sie ist ganz allein in den Gletscherbereich geschwommen. Kinder, ob Mensch oder Tier, sind voller Neugierde. Zum Glück ist die Mutter jetzt auch beruhigt. Mensch, du hast wirklich einen guten Geruchssinn. Naja, ich habe sie nicht wirklich mit meiner Nase gefunden. Naja, wie auch immer, hier ist ein Stückchen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. Nee. So, Heringshai, wo finden wir denn den allgemein bös bekannten Heringshai? Ich guck mal hier, Fischmon. Äh,
Der ist in der Gletscherpassage, im Gletscherbereich, okay. Dann gehen wir dahin. Und holen uns jetzt noch zwei Heringshaie. Die machen wir fertig, Alter. Ich fände ja geil, wenn man permanent so Scuba hier diese Düsenjäger da unter Wasser, weißt du? Wenn man die permanent hätte, das fände ich schon ziemlich geil. Also hier sollen wir noch zwei Haie finden, zwei Heringshaie. Vielleicht mal keinen Narwal, das wäre mal toll. Erstmal ein bisschen Ausrüstung suchen. Weg mit dir, du Schmutzfink. Kurz was gucken. Rote Rubine sollen wir jetzt auch noch finden. Die sind in den hydrothermalen Quellen. Das ist ganz unten der Bereich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nice. Erstmal vergiften. Was ist das denn? Ein Delfin an so einem Ort? Das ist doch kein Delfin, Bruder. Das muss ein südlicher Glattdelfin sein. Ich hatte gehört, dass die Rudeltiere sind, aber der da schon ganz allein. Ein Glattdelfin habe ich auch noch nie gehört. Ah, er ist hinter einem Eisberg verschwunden. Oh, da sind mehr hinter dem Eisberg. Eine Delfinschule ist immer ein schöner Anblick. Vielleicht sollte ich ein Foto schießen. Mach ein Foto von 5 Kreaturen auf einmal. Ja, darf ich nochmal bitte? Nee. Okay. Ist natürlich dumm gelaufen jetzt. Was ist denn da drin? Ist das Thor's Hammer? Okay. Da ist noch was. Den will ich aber jetzt gleich ausprobieren hier. Frorener Dorsch. Nee. Ja, nicht in die Richtung, ne? Tschüss. Okay. Kann ich den nicht einfach behalten, Alter? Der ist doch hammergeil. Der ist aber wirklich hammergeil. Boah.
Das war ein Heringshai. So, jetzt gleich mal im Sauerstoff tanken. Du bist kein Heringshai, du siehst anders aus. Viel fieser. Der killt mich hier schon wieder fast. Snake. Ich brauch Sauerstoff. Dankeschön. Hier wär's gewesen schon. Naja, egal. So, gucken wir uns hier mal um, ob wir vielleicht hier irgendwo Rubine finden. Auch okay. Fieberklee. Dich nehme ich mit. Oha. Okay. Autsch. Hä, wie soll man das denn schaffen, Alter? Fleisch eines Drepanlapinpis. So, oben lag noch Sauerstoff, den gönnen wir uns jetzt erstmal. Denn G steht für gönnen. Das ist echt das härteste Gebiet hier, Alter. Unfassbar. Ich bin nur wegen den komischen Haien hier und wegen den Rubinen, die ich finden soll. Was ist das denn schon wieder? Haftbomben. Fühle ich. Hab ich erstmal mit. Boah, da ist wieder so ein. Oh, ich glaube, der Felsenhaufen da drüben hat sich gerade bewegt. Sollte ich mit der Kamera nachsehen? Neuaufnahme. Mensch. Jetzt habe ich gar kein Foto mehr. Weil er weg ist. Oh. Na, dumm. Na, Bro, immer noch nicht weitergekommen, ja? Sea Blue Forever. Auf dem U-Boot-Panel steht etwas geschrieben. Sea Blue Forever? Ich glaube,
Sie sind wirklich stolz auf das, was sie tun. Was ist er denn jetzt? Wo ist er eigentlich hin? Ist er abgesoffen? Dead forever? Hier klopft den Eisfisch da rein. Hab ich den hier schon? Der sieht besonders aus. Mann. Neu. Also ich wüsste nicht, wo ich die Rubine herkriege. Habe ich doch schon. Ernst mit diesen scheiß Baseballen? Huch, was sind das für Kaulquappenartige Wesen? Sind sie auch eine uralte Spezies? Was für eine niedliche Truppe. Was für eine seltene Gelegenheit. Ich sollte ein Foto von ihnen machen. Ja, okay. Ne, machen wir nicht. Ich habe das Foto jetzt, bevor es wieder gelöscht wird. Ja, aber wo ich jetzt Rubine herkriege aus dieser Thermalwelt, keine Ahnung. Das kann ich euch auch nicht sagen, Mann. Dich habe ich noch nicht, Bruder. Usch. Doch gesagt. So, hier ist jetzt einer drin. Dolocaris ingens. So, wir gehen jetzt gleich, also wir gehen jetzt unten das Ding noch holen, dann gehen wir zum Dorf zurück und bringen die Seepferdchen weg, die wir jetzt haben. Jetzt nicht so viel Fleisch mitgenommen. Hab auch keinen Bock zu verrecken hier wegen dem Hai. Ja. Geht schneller. So, und dann mache ich einen Cut für euch und wir sehen uns in der wunderschönen nächsten Folge. Ihr dürft wie immer ein bisschen Liebe für mich da lassen. Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren, kostet euch nichts, hilft mir weiter und ich bin sehr dankbar. So, das klatschen wir hier rein. Sehr schön. Bis dahin, ciao.